Hundegesabbel mit Silvia und Gerd. Hallo und herzlich willkommen beim Dog Beats Hundegesabbel mit Silvia Schulze und Gerd Schreiber. Du lachst. Ja, ich lache, weil das jetzt der vierte Durchgang ist und ich hoffe, dass wir jetzt durchkommen. Schönen guten Morgen. Es ist sehr früh, 8.22 Uhr, aber wir sind seit 8.10 Uhr dabei. Mitten in der Nacht quasi. Und ja, irgendwie so gar nicht meine Zeit. Also wenn ich Wortfindungsstörungen habe, liegt das an der Frühe des Tages. Ja, und das ist meine Schuld. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Weißt du, worüber ich mich echt freue? Na? Dass wir letzte Woche in deinem kleinen Mini-Edeka tatsächlich veganen Exquisa-Käse gefunden haben. Das freut mich. Solche Kleinigkeiten freuen mich. Dass es immer leichter wird, Sachen ohne Tier auch auf dem Dorf zu finden. Ja, und ich finde, der ist gar nicht so klein, aber das Sortiment von dem Edeka in Hohnsdorf ist tatsächlich, was so vegane Sachen geht, echt gut ausgestattet. Also besser wird es auf jeden Fall. Wird auf alle Fälle besser. Also da findet man ja immer mehr Bio-Geschichten, immer mehr vegane Geschichten. Ja. Vegetarische Sachen finde ich auch total klasse. Ich muss nur noch irgendwie eine Salami-Ersatz oder irgendwie sowas für Sandwiches finden, dass man da gute Sandwiches bauen kann. Das geht nicht mit den Mühlendingern? Ich habe das ich noch nie probiert. Die waren gerade vergriffen, die Mühlendinger, und ich wollte es mal ausprobieren. Aber da muss ich mal gucken, dass ich da noch irgendwie was kriege. Ja, da wirst du bestimmt, also falls jemand eine Idee hat, was Gerd sich aufs Toast hauen kann. Aufs Sandwich, genau. Wir sind gerne für Hilfe offen. Ja, ja. Nein, das ist ja mal schnell gemacht mit so einem Sandwich-Maker. Zack, mal eben eine Scheibe Toast, ein bisschen belegt. Und wenn das dann das Ganze dann auch noch vegan ist, umso besser. Kochen mit Gerd. Genau. Der Sandwich-Maker und die Tüte mit der Schere öffnen. Nein, das war gemein. Das tut mir leid. Nein, es ist viel umfangreicher. Er kann auch Dosen. geht ja schon gut los hier heute Morgen. Okay, ich komme mal aufs Wetter. Das besser ist das. Ja, das Wetter ist relativ nass hier bei uns in der Gegend, also im Norden. Und ich habe gestern bei Instagram den Kelpie geweckt. Nein, den habe ich jetzt gerade geweckt. Die Frage gestellt, was den Kolleginnen denn so schwerfällt bei dem Wetter, also mit der Arbeit. Also was beim Arbeiten eine Herausforderung jetzt gerade ist, außer dass man nass wird und das nicht so angenehm ist, aber was besonders schwer fällt. Mhm. Und ich freue mich immer, dass immer mehr mitmachen und Fragen beantworten und mit uns interagieren. Und wir wollten die Fragen jetzt einfach hier ein bisschen versuchen zu beantworten, ne? Ja, ja. Genau, und eine, oder was dabei rauskam, ist, dass es halt schwerfällt, die KundInnen zu motivieren, ins Training zu kommen. Das ist bei uns nichts anderes. Also es fällt mir dann auch schwer. Ja, und wie man das Setting aufbauen kann, weil es ja einfach auch kalt wird, wenn man nass geregnet ist. Also feuchte Kälte ist ja einfach echt eklig. Total. Und darüber sprechen wir mal ganz kurz und beantworten die Fragen halt mal hier, die ich auf Instagram bekommen habe. Genau. Was haben denn die Leute, die wie sagt man denen, die da geantwortet haben? Follower den nennt den man Followern. Die. Ja, ja, die heißen Follower. Was haben unsere Follower? Wow, wir haben Follower. Mhm. Was haben unsere Follower denn geantwortet? Also die, ich habe ja gefragt, also die haben Fragen gestellt, logischerweise, weil ich nach Fragen gefragt habe. Mhm. Die haben gefragt, das, was ich gerade gesagt habe, was für ein Setting, wie motiviert man die Leute, was für Kleidung und so weiter. Und was ich erstmal ganz wichtig finde, ist, dass Hundehalterinnen häufig noch
natürlich unerfahren sind, was kann ein Hund so ab, was kann der nicht ab. Und gerade auch, wenn man mit jungen Hunden arbeitet, die kriegen von mir wirklich schriftlich noch eine schnelle Info, also nur ein Dreizeiler, dass die auf jeden Fall ein Handtuch im Auto haben für ihre Hunde, dass, wenn vorhanden, Regenmantel für die Hunde da ist, dass die gerne eine Unterlage mitbringen dürfen, wo die drauf sitzen können, weil es einfach kalt wird und wenn wir was erklären müssen, es ja sehr statisch ist. Genau, also dass die schon mal so weit vorbereitet sind. Das mache ich. Was machst du so? Also du hast ja nicht dieses Gruppending, aber im Einzeltraining. Im Einzeltraining, ja, bereite ich die natürlich auch so ein bisschen vor. Wobei im Einzeltraining das ja noch mal ein bisschen individueller ist. Ich kann das ja viel besser koordinieren. Und letztens sind wir total im Regenschauer gekommen und dann sind wir halt in meinen Seminarraum gegangen und Ja. haben indoor da was Ja. gearbeitet, Entspannungstraining gemacht. Das ist natürlich viel, viel komfortabler. Aber so allgemeine Infos zu geben, zum Beispiel einen Regenmantel anzuziehen, ist natürlich total sinnig, auch wenn man so erstmal sagen würde, okay, die haben ja viel Fell, die Hunde, und denen macht das nichts, aber man ist halt, wenn man draußen in einer Gruppe unterwegs ist, viel, viel langsamer unterwegs und die Hunde bewegen sich viel, viel weniger und frieren dann auch tatsächlich, Naja. wenn der Pelz denn nass ist. Ja, und gerade bei jungen Hunden oder alten Hunden oder kastrierten Hunden funktioniert es ja noch nicht so mit dem nicht bis auf die Haut nass werden. Ne? Und es war ganz süß. Ich hatte Samstagmorgen Welpenschule im strömenden Regen und da war jemand mit einem Pinscher und der dachte halt, sein Hund hätte Angst vor Regen. Und ich so, nein, das ist halt sehr unangenehm für den Hund und die mag nicht raus. Und ich hatte aber wohlweislich aussortierte Regenmäntel von mir mit, die halt Jade nicht mehr passen und passte dem Pinscher. Cooler Service. Ja, nee, ich habe das direkt verkauft. Das war Okay. total eigennützig. Das ist so, nee, so nett bin ich gar nicht. aber ich wollte die sowieso bei eBay Kleinanzeigen verkaufen und dachte, ich nehme es mal mit. Und es hat auch funktioniert. Und schwupps ist die Maus aus dem Auto ausgestiegen und war ganz fröhlich im Regen. Und weil sie eben nicht mehr das Wasser bis auf die Haut gekriegt hat. Und es waren halt nur 10 Grad. Also da wird es halt kalt. Bei 25 Grad sieht das halt anders aus. Da kann man das schon länger aushalten. Dann finde ich es halt ganz wichtig, dass man guckt, dass man irgendwas mit Bewegung macht. Also, dass man dann nicht anfängt, Sitzplatz und Fuß zu üben. Es ist den Hunden auch häufig sehr unangenehm, dass die Wassertropfen in die Augen kriegen. Ja, das ist lustig bei Enya, wenn ich morgens mit Enya rausgehe oder wenn ich mit Enya rausgehe und es regnet, wie sie dann immer blinzelt. So die Ja. ersten 100 Meter sind dann wirklich, wirklich schwierig, dass sie dann kaum aus den Augen gucken kann. Ja, und wenn man dann aber anfängt und erwartet, dass der Hund einen immer hübsch anguckt, während er die Regentropfen in die Augen kriegt, Funktioniert wird nicht. es halt echt kontraproduktiv und die Hunde haben immer weniger Lust, was mit einem zu machen. Ja, das stimmt total. Ich hatte ja vor 14 Tagen ein Seminar bei mir in Atlenburg und das Wetter war katastrophal. Es hat immer wieder gestürmt und es hat geregnet, teilweise wie aus Kübeln. Und dann haben wir gerade so einen Moment abgepasst, wo wir rausgehen konnten. Aber der Wind war halt noch ziemlich stark und wir haben ja die großen Eichen da bei uns stehen. Und das war einfach nur laut und einige Hunde hatten auch wirklich Angst, da lang zu gehen durch die Windgeräusche. Und dann kannte ich aber eine Ecke, wo man hingehen konnte, wo es ein bisschen windgeschützt war. Und naja, einen Hund mussten wir dann tragen, damit er da an den Bäumen vorbeigehen kann. Aber dann waren wir da auf der geschützten Ecke und da konnten wir dann wirklich 1,5 Stunden gut arbeiten. Es war windgeschützt, es hat dann in dem Moment auch nicht wirklich geregnet und die Hunde haben sich wohlgefühlt, die Menschen haben sich wohlgefühlt und man konnte da wirklich dann gut arbeiten. Das ist also, hast du auch so Ecken, wo man gut hingehen kann, wo du weißt, na, da ist man einigermaßen geschützt? Ja, also ich gucke ja auch immer vorher in die Wetter-App, gerade bei meinen Gruppen. Und manchmal mache ich dann einfach ein Stadttraining, wenn die das schon vorher sagt. Ich habe auch schon spontan verschoben, dass wir in den Ein-Garten-Center hier spontan dann gegangen sind mit allen Gruppen. Die sind halt mega hundefreundlich. Das ist großartig. Ja, und
solche Sachen mache ich dann. Oder wir haben hier auch ein Freilichtmuseum, das Museum am Kiekeberg. Da muss ich bloß vorher mit meinen Kundinnen absprechen, ob die bereit sind, Eintritt zu bezahlen. Aber die haben halt eine riesige Halle, wo man auch Fahrschulfahren üben kann und so. Und das ist, wenn da nicht gerade eine Veranstaltung ist, eine super Sache. Und was ich eben mache, wenn das nicht geht, also Sonntag hatten wir Dummy-Training, da habe ich halt viel Suchaufgaben gemacht, also freie Flächensuche, wo die Hunde einfach rennen können und was machen in ihrem Element. Und das war ein super Training. Also dann merkt man auch das Nasskalte nicht mehr so. Also ich jedenfalls nicht, weil ich einfach Spaß habe, den Hunden zuzugucken, wenn die auf Nase sind und da wirklich lang flitzen. Ja, da muss man halt schauen. Es ist eine Herausforderung und wenn es dann nur noch so 5 Grad sind, dann stelle ich tatsächlich auf Zoom-Meetings um. Dann machen wir Online-Training. Also Sturm, Regen, Dauerregen, also nicht mal Regen, Dauerregen und im einstelligen Gradbereich stelle ich um, weil dann wird es echt eklig. Auch für mich, also wo ich dann einfach auch körperlich an meine Belastung komme, wenn ich 5, 6 Stunden am Stück dann draußen sein muss, dass ich sage, wir machen Indoor. Ja, das ist dann ja auch körperlich belastend, ne? Also, wenn ich so an Genau, die und ich. Zeiten denke, draußen irgendwie bei Minusgraden, Ja. und man steht da rum und hat 3, 4 Trainings hintereinander, dann bist du abends echt durch. Ja. Noch ein Tee und zack, sind die Lichter Ja, dann aus. und auf dem Samstag habe ich ja mehr, ne? Also als nur drei, also nur 3, 4. Aber Sonntag waren es zum Beispiel nur 2 im wirklich Dauerregen und ich war K.O. Also das ist so. Aber nachmittags war wieder schön. Da war ich dann wieder mit meinen Leuten laufen. Das war super in der Sonne. Im Matsch und in der Sonne. Naja, wenn man in Bewegung ist, geht das ja. Ja. Und das Online-Training, also dann auf Zoom umstellen, da kann man ja auch cool die Themen bearbeiten, Feinheiten trainieren, vielleicht so ein bisschen Theorie mit reinbringen. Wie sind deine Erfahrungen? Nehmen deine Kunden das an? Immer besser. Also anfänglich musste ich da wirklich viel reden, aber es geht immer besser, weil die, naja, ein paar halt dabei waren, die es von Anfang an mitgemacht haben und die unterhalten sich ja tatsächlich miteinander, glücklicherweise. Und dann probiert, also manche musste ich dann wirklich überreden mitzumachen, so wirklich, mach doch bitte einmal und wenn du es blöd findest, ich frag auch nie wieder. Genau. Und dann kommen die auch ins Training. Und was ich immer mache, ist, und das meine ich aber auch vom Herzen, dass ich mich bedanke, wenn die mich da echt nicht alleine stehen lassen in diesem Scheißwetter und vollzählig erscheinen. Und ich hatte wirklich Sonntag nicht eine Absage wegen spontanem Durchfall bei Mensch oder Hund. Also das ist ja ganz oft, dass das korreliert. Das Wetter wird schlecht und die Durchfallerkrankungen steigen exponentiell. Sagt man das so an? Ja, Ja, also wird mehr. wird mehr. Und schnell, wird schnell mehr. Und das war Sonntag gar nicht. Und sowas freut mich natürlich auch. Also das finde ich, ist auch eine Form von Respekt mir Ja, gegenüber und Wertschätzung für deinen Trainer. Wertschätzung. Genau. Und Absolut. das ist, was mich natürlich wirklich fröhlich stimmt und es mir auch leichter macht, mich in diese Suppe zu stellen. Also ja, ist so. Ist ja auch nicht angenehm. Ja, Ne? absolut. Dieses Online-Training machen wir jetzt ja auch schon ein bisschen länger und es ist eine super Kombination, finde ich, wo man eben bei schlechtem Wetter Online-Angebote dann bereitstellen kann und man auch relativ spontan sagen kann, hey, wir switchen mal eben um und da ist ja wirklich auch viel machbar, wenn man sich da so ein bisschen eingegroovt hat. Das sind ja einfach die Skills, die man braucht, um das gut umzusetzen. Ja. Und die haben wir ja, da haben wir ja echt etliche Jahre jetzt Erfahrung drin. Und das kann man bei den Wintermonaten natürlich super, super Ja. nutzen. Und auch über Dog Geeks werden wir entsprechende Online-Angebote immer mehr bereitstellen, dass ja, man Online-Training da gut nutzen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Online-Training praktisches Training irgendwann komplett ersetzen wird. Nein, überhaupt nicht. Möchte ich auch gar nicht. Also, mir macht es auch total Spaß, mit den Menschen direkt zu arbeiten. Also, mir macht tatsächlich beides total viel Spaß. Ich finde das super.
Aber also wenn ich jetzt auf meine Präsenzunterrichte komplett verzichten müsste, nee, das wäre dann auch nicht mehr mein Job. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich mag das. Aber was ich zum Beispiel total gut finde, ist, dass man da so Fragen aufgreifen kann. Und das geht ja in Präsenz häufig schwierig, weil die Leute ihren Hund direkt dabei haben. Wie sowas, wir haben den Hund vorbeigetragen. Weil er Angst vor den Bäumen hatte. Und da kommen dann ja häufig so Fragen wie, aber dann verstärkst du doch die Angst. Und ich finde, sowas kann man dann sehr gut beantworten, weil es geht ja in erster Linie erstmal darum, dass unsere Hunde lernen, dass sie uns vertrauen können, dass wir sie schützen. Und sie sind ja noch in der Situation, also und müssen sich ja mit der Situation auseinandersetzen und lernen ja in dem Moment, dass sie das nicht alleine machen müssen. Und Absolut, dass die Bezugsperson für sie da ist und dass ihnen dann entsprechend auch geholfen wird. Ja, total. Das finde ich sind sehr schöne Sachen, die man da machen kann. Was für mich auch immer wieder schwierig ist zu erklären, ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem tatsächlichen Anführungszeichen oben Betteln des Hundes, also wo er dann auch ein bisschen lästig wird, immer noch Gänsefüßchen. Also wo er wirklich sagt, so, ich möchte jetzt was von dir vom Tisch haben, weil mir ist danach. Und ich habe dem Hund eine Strategie beigebracht, wie er zum Beispiel Frustverhalten anders bewältigen kann, als er es eigentlich macht. Also eigentlich würde er in meine Hose beißen, in die Leine beißen, die zerkauen. Mein Juku hat sich dann gern den nächsten Artgenossen gegriffen, der zu dicht rankam und hat da die Zähne reingehauen. Und also als Beispiel, oder Jade macht es an sehr geforderten Tagen auch, dass sie dann doch sagt, ich stoppe mal oder versuche mal einen Walker zu stoppen, der viel Armbewegung hat. Und da haben wir ja Alternativen auftrainiert, wie zum Beispiel in ein Spielzeug beißen, in ihr Frusti beißen, Kekse kegeln, was auch immer. Und meine Hunde, auch Juku hat das schon gemacht, kommen dann irgendwann und zuppeln an mir rum oder stupsen gegen die Tasche, wo die Spielzeuge drin sind. Oder ja, und dann gebe ich denen das. Oder was die auch machen, ist kurz ein Stöckchen hochnehmen, mich annehmen. Und ich mag ja nicht, dass die mit Stöckchen laufen, weil ich da Angst vor der Verletzungsgefahr habe, gerade mit mehreren Hunden. Ja, auch zu Recht. Gucken mich wirklich damit an und dann weiß ich alles klar und dann greife ich halt in die Jackentasche und hole das Spielzeug raus und dann läuft sie damit weiter. Das war bei Yuko auch schon so. Fee zum Beispiel ist ja immer sehr hungrig. Die macht es, wenn die richtig Knister hat und wir an Pferdeäpfeln vorbeigehen und ich das nicht realisiere. Und dann stupst die mich an, wirklich an der Wade und guckt dann zu den Pferdeäpfeln und dann kriegt die selbstverständlich Kekse von mir. So, und nun könnte man ja sagen, guck mal, die manipuliert dich. Was ja irgendwie auch stimmt und irgendwie auch nicht. Naja, es ist ja keine Manipulation, sondern es ist ja eigentlich Kommunikation. Der Hund kommuniziert uns seine Bedürfnisse. Und ich finde, das ist nur gut und richtig, wenn man da entsprechend auch drauf eingehen kann. Wenn es denn irgendwie blödes Wetter ist und der Hund mag nicht irgendwie durch eine Pfütze gehen oder so, dass man ihn vielleicht auch auf den Arm nimmt, wenn es ein kleiner Hund ist oder der schon ein bisschen älter ist oder irgendwie sowas. Oder eine Situation, wo der Hund das Bedürfnis hat, irgendwie zu gucken. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir mit den Hunden unterwegs sind, waren und Jade gucken wollte nach den Pferden, weißt du noch, wo ganz weit hinten auf der Wiese die Pferde waren und sie hat sich da bemüht, irgendwie hinzugucken, was nicht ging, weil da eine Hecke vor war. Und sie hat dich dann angekommen, ist zu dir gekommen und du hast sie auf den Arm genommen und sie konnte gucken. Und solche Sachen sind ja eigentlich total, total pfiffig von den Hunden. Sie nutzen irgendwie Verhaltensweisen, die wir verstehen können, um Bedürfnisse zu befriedigen. Und nutzen uns zur Bedürfnisbefriedigung, was wir ja brauchen, um sie von Dingen wegzuholen, die wir nicht haben möchten. Total. Na, also ich hätte ja jetzt nicht gewollt, dass sie über die Hecke springt, um mal nach den Pferden zu gucken. Genau.
was ja ihr Bedürfnis gewesen wäre. Und sie hat mich benutzt. Ich mag das halt auch. Also ich habe da Freude dran. Ich mag auch, wenn mir meine Hunde zeigen, wenn es irgendwo zwackt. Und das geht aber und funktioniert halt nur in meinen Augen, wenn die gelernt haben, dass wir darauf eingehen, dass wir es nicht ignorieren. Genau. Aber ich glaube, da kommen wir an den Punkt, wo, was du auch vorhin gesagt hast, nämlich, dass einige das als Manipulation erkennen und sehen und guck mal, der will das, guck mich jetzt ja nur an, um Kekse zu kriegen. Ja, genau. Oder der will das jetzt ja, irgendwie seinen Willen durchsetzen. Und da sind, glaube ich, diese alten Zöpfe, diese alten Paradigmen des Hundetrainings aus den 70er, 80er Jahren noch voll drin, dass der Hund nichts darf, dass der Hund, wenn er irgendwie was will, die Weltherrschaft an sich reißen wird und so weiter, noch total im Wege. Ja, wobei der Witz ja ist, dass die meisten Hundehalter ja wollen, dass sie angeschaut werden. Und wenn der Hund sie anschaut, um der Strafe zu entgehen, nämlich dem Leinenruck, dann ist das total in Ordnung und dann ist das keine Ja, Manipulation. und in dem Moment, wo der Mensch das will, ne? Also wenn ich will, dass der Hund mich anschaut, dann ist das okay. Aber nicht für einen Keks. Aber natürlich nicht für einen Keks, sondern nur für mich. Und wenn ich aber meine Ruhe haben möchte, dann soll der Hund das nicht machen. Ja. Aber das beißt sich natürlich an der Stelle, dass der Hund nicht weiß, wann wir was wollen und wann nicht. Und dass der Hund natürlich ein eigenständiges Individuum mit eigenständigen Bedürfnissen auch ist. Kennst du dieses, was jetzt ganz neu ist, in Anführungsstrichen, dass Hunde Buzzer drücken können und gelernt haben, wenn ich diesen Buzzer drücke, dann kriege ich Wasser. Wenn ich diesen Buzzer drücke, dann können wir rausgehen. Wenn ich diesen Buzzer drücke, dann wird gespielt. Ja. Großartig, ne? Total neu, oder? Ja, total neu. Also habe ich mit meiner Prey, die 2012 gestorben ist, die hatte einen Buzzer, nein, die hatte einen Schlüsselbund an der Haustür hängen, mit dem sie geklingelt hat, wenn sie mal musste, als sie noch klein war. Weil Prey hat einfach Türen angeguckt, wenn sie musste. Also die hat halt nicht gebellt. Das ist ja auch so eine Vermenschlichung, die Hunden oft unterstellt wird. Ja, der sagt nichts, wenn er mal muss. Doch, der wird zur Tür laufen, hin und her laufen, kurz schnüffeln und wenn du dann nicht reagierst, war es das halt. Ja, wobei das manchmal tatsächlich schwierig zu Ja. erkennen ist. Umso besser ist es, wenn sie gelernt haben, das deutlicher zu kommunizieren. Genau. Und Prey hat halt nicht gebellt und ich wollte auch gar nicht bellen drin haben. Also, ne, das ist dann ja laut. Aber die hat, ich habe ihr beigebracht, mit dem Schlüsselbund, das mit der Nase anzustupsen, bevor es rausgeht. Und das hat die umgesetzt und das konnte ich auch halt mitnehmen und habe das, wenn ich irgendwo zu Besuch war, an die erste erreichbare Tür gehängt und die hat dann da geklimpert und dann wusste ich, sie muss mal. Cool. Und das ist ja quasi so ein Buzzer gewesen. Und diese Glocken, diese Türglocken gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber das habe ich halt mit ein paar Kunden auch schon gemacht, die Bock auf Training hatten, dass die ihren Hunden Klingeln beigebracht haben, wenn sie raus müssen. Also auf der einen Seite will man das, dass der Hund kommuniziert. Ja. Und in anderen Situationen kommt dann, dass der Hund einen irgendwie manipuliert. Das Manipuliert. hatte ich, glaube in der letzten Woche hatte ich auch Situationen im Training, wo Kunden jetzt auch gesagt haben, ja, wir sind dann spazieren gegangen und dann war da hinten ein anderer Hund und mein Hund hat dann gebettelt, dass er Kekse kriegt. Ich sage, naja, Kekse essen ist auch ein Alternativverhalten und er hat gelernt, bevor ich jetzt da den anderen Hund anbrülle oder in Konflikte wieder Richtig. reinkomme, arbeite ich mit meinem Menschen zusammen. Ich kann etwas tun, was auch meine Bedürfnisse befriedigt. Und in diesem Fall war es halt irgendwie Essen. Und Essen ist ja ein Alternativverhalten. Der Hund frisst halt, bevor er den Hund beißt oder anstatt den anderen Hund zu beißen. Und ob man das nachher beibehält, oder ob man das nochmal in ein komplexeres oder vielschichtigeres Alternativverhalten umbaut, das wäre ja mal eine zweite Frage, aber auf jeden Fall hat man erstmal ein einfaches Ding. Und wenn man das im Alltag, glaube ich, mehr und mehr aufgreift, den Hunden eine Stimme zu geben, da habe ich auch einen Vortrag bzw. ein Webinar drüber
Give Dogs a Voice, also den Hunden eine Stimme zu geben, dass sie ihre Bedürfnisse uns mitteilen können und wie wir erkennen können, darauf einzugehen, umso leichter wird ja auch das Zusammenleben und umso größer ist das Wohlbefinden der Hunde, was sich natürlich auch an anderer Stelle wieder Ja, auszahlt. und es ist so schön. Also meine Kundinnen, die das erkennen und sich darauf einlassen, die können dann auch, also es ist ja gerade bei jungen Hunden, die einfach, wo der Akku schnell leer ist, die schnell frustrieren und die das in die Leine beißen, nicht mehr als Affront gegen sich bewerten, sondern das wirklich erkennen und sagen, wenn der mir in die Leine beißt, dann kann er doch nicht mehr, oder? Und braucht doch eine Pause. Cool. Und wo ich dann sage, ja, genau so ist das. Dann gibt es ja Hunde, die tragen einfach nur die Leine. Ja, und es gibt Hunde, die beißen die dann durch. So, dass ich bei den zweiten Hunden natürlich das schnell austauschen muss und was anderes machen muss, ist ganz klar. Aber ich habe eben auch Kundinnen, die sagen, ja, aber dann trägt der einfach die Leine. Ich so, ja, stört dich das? Nein. Perfekt. Genau, und dann lassen wir das so. Ich so, dann lass ihn doch tragen und du weißt, dass der Hund jetzt gerade nicht mehr so viel kann, kopfmäßig, und es ihm leichter machen muss, wenn du in schwierige Begegnungen kommst. Also größere Abstände, anhalten, keine Ahnung, Futter suchen, also Dinge, die man schon aufgebaut hat, auf den Arm nehmen, wenn es ein Welpe ist. Und dann läuft so weiter. Und dann kommt aber immer, ja, aber meine Nachbarin hat gesagt, er darf das nicht. Und dann frage ich immer, dürfen deine Kinder ihre Füße auf den Wohnzimmertisch legen? Oder darf deine Nachbarin das auch bestimmen, ob ihr das macht oder nicht? Und dann, also um einfach zu vermitteln, dass die Nachbarin einfach nicht eure Lebensregeln zu bestimmen hat oder meine Lebensregeln. Also wenn man damit gut klarkommt und der Hund tut ja niemanden weh, weil er seine Leine trägt. Er trägt die. Verursacht keinen Schaden bei anderen, springt niemanden an, beißt niemanden in die Hose, gefährdet sich nicht, andere nicht und somit kann das ja gar nicht verkehrt sein. Und es geht ihm besser. Ja, absolut. Was ich aber glaube, ist, dass eben diese alten Zöpfe, diese alten Paradigmen da noch so fest verankert sind in den Köpfen der Menschen, dass man wirklich Angst hat, dass sich daraus eventuell irgendwie was entwickeln kann. Und wenn man jetzt Neuhundehalter ist, dann kann ich das absolut verstehen, dass sie auch die Hunde nicht richtig einschätzen können. Sie wissen nicht, dass Hunde uns gar nicht so unähnlich sind. In bestimmten Bereichen sind die total unterschiedlich. Sie sind halt Kaniden und Grapschen zum Beispiel nicht. Also dieses von oben rauf Grapschen finden Hunde ja total ätzend. Das machen aber Trockennasenaffen, also wir. Und Gibt es auch Nassnasenaffen? keine Ahnung. Also wir sind auf jeden Fall Trockennasenaffen. Wir gehören der Gattung Trockennasen. Egal. Also, Tut mir leid, aber ich kann gar nicht klettern. dass man das gar nicht so richtig einschätzen kann, wohin dieses Verhalten eventuell führen kann und ob das nicht wirklich schlimm ist. Das erlebe ich auch immer wieder in der Beratung, dass da so der Kompass fehlt und dass da auch einfach Erfahrung zugehört, dass bestimmte Verhaltensweisen des Hundes, wie irgendwie die Leine tragen, ein Spielzeug tragen, gar nicht schlimm ist, sondern dem Hund hilft. Und ich hatte ja mal einen Hund im Tierheim, als ich da noch aktiv die unterstützt habe. Und das war ein Amstaff. Und ich habe mit dem gezergelt, also Zerspiele gemacht, schönes Tauziehen gemacht, schön aufgebaut, schön mit Erregungskurven. Hat er wirklich super, super angenommen. Und die Tierärztin, die da war, die hat dann damals gesagt, oh, man darf nicht mit einem Amstaff zergeln. Also total dagegen gewesen. Und nachher war das sein Schnuller in bedrohlichen Situationen. Hat er danach gefragt. Er hat die Beißwurst angeguckt und konnte darüber viel, viel besser die Konfliktsituationen lösen. Also Hunden da eine Stimme zu geben, ist immens wichtig. Ja, vor allen Dingen dann auch die Dinge zu geben, die sie brauchen. Also wir können ja nicht einerseits Hilfen auftrainieren, finde ich, und dann sagen, ich bestimme aber, wann du die Hilfe brauchst. Also wenn der Hund dann sagt, ich brauche jetzt mein Spielzeug,
Und ich, also auch wenn mir das zu viel wird, dann muss ich anfangen, wieder eine andere Alternative aufzutrainieren, um es auszuschleichen, so wie Jade halt ihr Frusti an der Leine hat, was sie dann nehmen kann. Und auch den schleiche ich immer mehr aus und versuche sie ins Schnüffeln zu schicken. Aber die ist jetzt auch über 2 Jahre alt. Also wir versuchen ja immer mehr in die Normalität zu kommen. Oder wir versuchen das nicht nur, wir kommen immer mehr in die Normalität. Aber das hat halt so seinen Weg und die braucht noch ihre Hilfen und bestimmte Hilfen vielleicht auch Genau, das hatten lebenslänglich. wir ja letztens auch beim Fahrradfahren, Ja. wo Jade neben mir gelaufen ist und so ein bisschen den Fahrradreifen dann fokussiert hatte und ich ihr dann gesagt habe, dass sie ihr Frusti nehmen soll, Ja. also die Leine, die immer permanent an ihr, ein kleiner Zibbel, den sie dann greifen kann und da dann reinpacken kann. Und das hat sie kurz gemacht, ist damit 2, 3 Meter gelaufen. Und dann hat sie es losgelassen und ist ins Schnüffeln gekommen. Das Genau. heißt, es war diese Hilfe, okay, du kannst auch da reinpacken, bevor du in den sich drehenden Fahrradreifen beißt. Und dann konnte sie wieder in die Umwelterkundung, was ja so auch das Ziel ist. Gibt es bei dir oder was sagst du deinen Kunden, was noch akzeptabel ist oder wo man rangeht? Wie meinst du das? Also ich habe ja so eine Hierarchie. Klamotten ist besser als Haut. Also Ach so. bevor der Hund mir irgendwie in die Arme beißt, in die Haut beißt, soll er lieber an meinem Hosenbein zerren. Eine Hose, auch wenn sie teuer ist, kann ich schneller ersetzen als irgendwie ein Finger. Dann Leine ist besser als Klamotten. Also wenn die Hunde in die Leine beißen, dann ist es immer noch besser, als wenn sie mir die Jeans zerreißen. Und Spielzeug ist besser als Leine. Also ich versuche das irgendwie auf ein Spielzeug zu kriegen oder eben auch in die Umwelterkundung, so als höchstes Maß. Aber wenn die Hunde die Leine zerschreddern, naja, eine Leine ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig teuer und die Zeiten, wo man eine Leine für ein Hundeleben hatte, ist, glaube ich, auch Oh, vorbei. ich habe noch Kundinnen, die haben noch von dem Vorgängerhund die Leine. Ja, da. Und dann sage ich dem immer, dass ich so ungefähr 35 habe und man die auch unbedingt braucht. Naja, und vor allem, dass das Leinenmaterial ja auch immer gut sein muss. Also es ist ja in Gefahrensituationen hält der Karabinerhaken oder die Leine halt deinen Hund vor Schaden ab oder dass er Schaden Genau. anrichtet. Und deswegen sage ich immer, Leinenmaterial muss immer gut sein. Die Karabinerhaken müssen super sein. Ich hatte letztens eine Beratung und da war die Leine auch schon Asbach uralt und der Karabiner war so ausgelutscht, dass er fast aus dem Drehmechanismus Ach du Scheiße. rausgegangen ist. Also der war wirklich Ja. schon abgenutzt und man konnte ihn so hin und her schieben. Das war total ausgeleiert. Und das mit einem ziemlich großen Hund, wo ich gesagt habe, unbedingt Karabinerhaken austauschen, eventuell Leine austauschen, wobei das Gurtband war noch super, wenn man das dann selber noch gut vernähen kann. Okay, dann kann man eben neuen Ja, oder einem Karabinerhaken Schuster oder so, kaufen ne? oder einen Schuster geben. Aber Leinenmaterial muss natürlich gut sein. Und wenn der Hund jetzt natürlich in die Leine beißt, verschleißt das schneller. Ne? Na klar. Dann geht da was kaputt. Ja. Aber man gewinnt dadurch ja auch viel, viel mehr, dass der Hund eben ein Ventil hat, was wir aufmachen können, bevor an anderen Stellen. Und das ist ja die Krux an der ganzen Geschichte. Die Hunde suchen sich ja ihren Weg, um energielos zu werden oder frustlos zu werden. Und wenn wir da dann sagen, nein, du darfst nicht in die Leine beißen, packt er sich vielleicht den nächsten Hund Genau. oder den nächsten Menschen oder sonst irgendwas. Deswegen mache ich immer gerne Ventile auf, die ich gut kontrollieren kann. Ja, oder ich lasse die buddeln oder so. Also viele Hunde Genau. nutzen ja auch Buddeln dann. Und dann lasse ich auch und sage, komm, mach das Loch danach wieder zu, schütz wieder zu, dass da sich keiner den Fuß verknackst. Also kommt ja auch immer drauf an, wo man gerade ist. Und wenn wir auf Wiesen stehen, dann sage ich tatsächlich, versuch mal bitte da an den Rand zu gehen und da das Loch wieder zuzumachen, weil das echt blöd ist, ne? Löcher auf Wiesen. Total. Und es ist schon nett, wenn man tolerante Landwirte hat, die uns da drauf lassen. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn danach da eine Vulkanlandschaft Naja, entstanden geht gar ist. nicht, genau. Und also auch an sowas immer denken, man möchte da vielleicht noch mal drauf. Und die Toleranz ist ja auch nur, ist endlos. Nee, endlich. Endlich. Endlich, die ist endlich. Verständlicherweise. Ja, genau.
Ja, also so klar, also dass ich das jetzt so in, formuliere, wie du das machst, mache ich das nicht. Aber bei mir ist ganz klar, also sobald es irgendwie mit Kindern zu tun hat, muss ganz doll umgelenkt werden, weil Kinder einfach Angst bekommen, Kinder viel empfindlicher sind. Also die Haut ist ja noch viel, viel weicher. Ja, und die auch wirklich Angst bekommen und vor allen Dingen sich auch nicht kontrollieren können, dass sie dann nicht kreischen. Also den Hund noch mit in die Erregung des Hundes noch erhöhen durch ihr Verhalten. Das kann ein Kind halt nicht. Also einfach, weil es das nicht kann. So, Punkt. Und das habe ich ja, da empfehle ich immer sofort, dass wenn Kinder auch Ball spielen, ich habe das überhaupt nicht gern, dass die Hunde damit zwischenturnen. Sondern dass sich die Erwachsenenbezugsperson dann ins Spiel bringen und was Tolles mit dem Hund machen und selber mit dem Hund zerren und Leckerli-Spiele machen und den kraulen und machen. Also dass der Hund einfach lernt, wenn Kinder spielen, gehe ich zu Mutti. Und dann wird es da toll, weil das einfach, selbst mit den eigenen Kindern, das ist ja immer noch gut, aber Hunde springen dann da halt rein und landen aus Versehen auch mal in einem Bein. Und wenn das dann nicht das eigene Kind ist, das kann echt Ärger geben. Und die Gefahr, dass ein Hund dabei getreten und umgerannt wird, ist halt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und sowas versuche ich immer zu vermeiden. Also ich finde nicht, dass Hunde mitspielen müssen, wenn Kinder Fußball spielen. Wenn wir jetzt so eine kleine Zwischenzusammenfassung machen, also den Hunden eine Stimme zu geben, sodass sie uns kommunizieren können, was gerade ihre Bedürfnisse sind, ist total wichtig, damit ja, sie nicht irgendwie was machen müssen, was vielleicht nachher schadet. Also frühzeitig zu erkennen, was die Bedürfnisse sind. Natürlich immer Sicherheitsaspekte beachten. Und der Hund lebt nun mal in einer Menschenwelt und dafür ist er schlicht und ergreifend nicht gemacht. Das heißt, wir als erwachsene Bezugsperson müssen immer auch gucken, geht es nicht. Und vor allem, wenn ich feststelle, es geht nicht, so wie du das gerade mit diesem tollen Beispiel mit den Kindern hattest, dass der Hund dazwischen geht, dass man dann nicht einfach sagt, nee, hör auf, lass das. Und dann entsteht da so eine Vakuumblase, was soll der Hund sonst machen? Naja, und Sondern, der sieht das dann ja und hört das, ne? Also der frustet ja voll weg. genau, und Frustrationstoleranz lernt man ja nicht dadurch, dass man frustriert wird, sondern Frustrationstoleranz lernt man dadurch, dass man weiß, was man in frustrierenden Situationen machen kann, Ja. damit man trotzdem noch irgendwie Bedürfnisbefriedigung Ja. hat. Also es ist ja wie mit einem selbst. Man weiß, bei den Nachbarn steigt eine tolle Party, ist eigentlich auch eingeladen und hat Corona und muss drin bleiben und darf nicht mal Hallo sagen gehen. Das ist total frustrierend. Und letztendlich hat der Hund ständig Corona, wenn er zugucken muss, wie die Family Spaß hat. Also der Hund ist dann ja nicht aggro, wenn der da mit reinflitzt und auch versucht, die Beine zu stoppen, sondern der macht Hundesachen. Und wenn es eine Hütenase ist, macht der doppelt und dreifach Hundesachen. Ja, das ist halt mega schwer und die halten dann fest und das muss umgelenkt werden. Und natürlich kann man das alles aversiv machen und sich durchsetzen und Rudelführer sein, aber man muss das nicht. Man kann das halt auch nett machen und das ist das Schöne daran. Also das ist ja eine Frage, das ist ja die Entscheidung der Bezugsperson des Hundes, wie ich das trainiere, nicht von richtig und falsch. Und das finde ich ganz wichtig. Und natürlich funktioniert das andere auch. Also das kann man ja nicht absprechen. Das funktioniert. Ja, denke, dass wir da vielleicht auch so im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte, wobei das ja auch schon begonnen hat, einen anderen Blickwinkel auf die Hunde vielleicht nehmen sollten. Nicht mehr, ich hole mir einen Hund und der muss funktionieren. Und ich bin halt der Befehlshaber und gebe die Befehle und die Kommandos an den Hund, sondern wir leben halt mit einem Hund in einer Menschenwelt zusammen, wofür der Hund nicht gemacht ist. Und ich erforsche das Wesen des Hundes und schaue, was eigentlich der Hund so an tollen Eigenschaften hat und versuche das irgendwie in den Alltag zu integrieren. Genau, aber an Orten, wo Hunde auch gerne sind. Also ich halte nichts von diesen Plastiktrainingsmethoden.
Gedöns. Also ich bin da, wo Hunde sind, in der Natur, im Matsch, im Was Modder. meinst du mit Plastiktraining zu Dünns? Naja, es gibt einen Trend bei gewissen Sparten, wo irgendwie nur noch in Hallen trainiert wird, wo nur noch in künstlichen Atmosphären trainiert wird, wo ich einfach finde, das ist nicht artgerecht. Ein Hund gehört auch nach draußen. Also natürlich kann man im strömenden Regen in einer, ich hätte gerne eine Trainingshalle, ne? Also das ist dann auch purer Neid, keine zu haben. Aber es kann nicht sein, dass man nur noch in solchen Bereichen trainiert und das das Haupttrainingsgebiet des Hundes ist. Weil ich einfach finde, dass ein Hund mit Gerüchen konfrontiert werden muss, dass der die Umwelt erkunden können muss und mal wild nachschnüffeln können muss und machen muss. Und natürlich gibt es Hunde, deren Erregung da sehr steigt und wo man das sehr dosiert machen muss. Ich glaube aber auch, je weniger man das macht, desto weniger kann der Hund ja lernen, damit umzugehen. Das ist eine schwierige Kiste und das werden wir auch in einem Podcast jetzt nicht lösen. Aber ich glaube, dass vieles dann auch, also ich habe mit einem erhöhten Erregungsniveau jetzt nicht so das Problem. Also wir müssen damit arbeiten, aber nur weil ein Hund gerade sehr aufgeregt ist, geht die Welt jetzt nicht unter und man kann da mal weitermachen. Naja, vor allem kann man ja lernen, mit diesen Situationen denn umzugehen. Wobei ich dann schon sage, dass man die Grundlagen schon in einem geschützten Bereich Unbedingt. trainieren kann. Und das kommt ja auch unserem Online-Hundetraining Genau. zugute, dass wir eben die Fähigkeiten des Menschen, die Körpersprache zu lernen, den Hund an der Stelle abzuholen, wo er sich gerade befindet. Also nicht gegen den Hund zu arbeiten, sondern mit dem Hund das dann entsprechend umlenken kann, den Hund wirklich führen kann im positivsten Sinne dieses Wortes. Und das Ganze dann aber eben in die Natur trägt. Und da bin ich ja auch total dabei, mit dem Hund irgendwie über Baumstämme zu klettern und durch den Modder zu gehen und so Ja, weiter. das Das finde finde ich ich toll. großartig. Ja. Aber eben so, dass man bitte das Wild nicht stört und gefährdet. Ja, also der Hund sollte schon gesichert sein und man muss auch nicht ständig neue Trampelpfade erfinden. Also es kommt ja auch drauf an, wo man wohnt. Aber dass man immer rücksichtsvoll mit der Natur bitte auch ist und aber eben auch guckt, dass der Hund einfach mal Hund sein darf und sich schmutzig machen darf und aussieht wie eine Sudelsau. Das ist dann halt so. Ja. Aber die haben dann Spaß und wir ja auch. Und was ich persönlich halt finde, ich finde dieses Beobachten von Hunden, ich finde es mega spannend, sich auf das Wesen Hund einlassen. Und ich weiß noch, wie damals, wie verzweifelt ich mit meiner Tonka war, die ja nun wirklich Jagdverhalten ohne Ende hatte. Und wenn die es geschafft hat, mir die Schleppe aus der Hand zu reißen, war die ja locker mal 1,5 Stunden weg. Und ich hatte das ja auch, dass sie mich vom Fahrrad geholt hat, an der 2-Meter-Leine, weil ein Frischling auf dem Weg war. Also wir hatten dann ja auch immer noch so eine Scheißsituation und ich war echt verzweifelt, ne? Und bis ich die dann wieder eingefangen hatte, dem Frischling ist nichts passiert und ich weiß auch nicht, wo die Mutter war. Also ich habe Blut und Wasser geschwitzt und habe nur gedacht, was mache ich bloß, wenn die zurückkommt? Und dann war ich ja auf meinem ersten Seminar bei Ute, die mir oder die uns allen, also bei Ute Blaschke-Berthold, die uns allen dann erklärt hat, was der Hund da eigentlich so leistet, rein aus jagdlicher Sicht, was der macht. Und das hat die Problematik jetzt immer noch nicht wirklich verbessert. Aber ich bin mit meinem Hund, also ich bin ja total, ich weiß nicht, wie ich den führen soll, ich kriege das alles nicht hin, ich schaffe das alles nicht, so bin ich ins Seminar gefahren und bin wiedergekommen und dachte, was mein Hund alles kann, wie grandios eigentlich. Und konnte viel besser damit arbeiten und konnte dieses, was auch ja gefährlich war und ich nicht laufen lassen konnte, wollte ich auch nicht. Aber ich konnte das wohlwollend sehen und viel besser dann mit den Anfängen des Jagdverhaltens arbeiten, wodurch ich sie dann ja auch abrufbar gekriegt habe und stoppbar. Und das ist einfach so dieses. Naja, vor allem, weil man ja auch nicht gegen den Hund arbeitet, Genau. sondern eben mit dem Wesen.
Aber da kommt ja auch der wesentliche Aspekt der Beobachtung mit rein. Erstmal gucken, was macht denn der Hund, Daten sammeln, Genau. Körpersprache lesen. Aber dazu muss man eben auch Körpersprache lesen lernen, was wir ja auch in unseren Angeboten mit drin haben, Ja, und das ist so spannend. weil es auch eben elementares Teil ist von Hundetraining oder Zusammenleben mit dem Hund. Ich finde ja dieses Wort Hundetraining irgendwie blöd, weil es ein Zusammenleben mit dem Hund ist und ein Lernen und ein Lehren ist. Und diese künstliche Trennung zwischen Training und Nicht-Training, das gibt es ja so nicht, sondern es ist Nein. immer Lernen und Lehren. Aber das ist, wie du schon sagtest, total, total schön, wenn man da dann so den Zugang zu gekommen hat. Ja, und das ist halt das, was mich vom positiven Hundetraining dann ja auch so überzeugt, dass man, was du schon sagst, nicht gegen den Hund arbeitet. Und das ist eben der Unterschied, dass es nicht die ganze Zeit darum geht, der führt dich vor, der will dich fertig machen, jetzt stellt er dich aber in Frage. Das ist alles eine unterschwellige Kampfansage, die der Hund einem aber, also der macht die nicht, die aber diese TrainerInnen vermitteln und man geht frustriert nach Hause, weil ich habe einen Arschlochhund. Also ist ja einfach so. Genau. Ne, der stellt mich Und ständig in Frage. Also da wird man einfach sauer. Also mich frustriert das, mich macht das sauer. Ich lasse mich nicht von meinem Hund in Frage stellen. Ich will mich auch von meinem Partner nicht ständig in Frage stellen lassen, sondern ja mit dem gemeinsam irgendwie, dass man sich streitet und so weiter. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass man ständig sagt, ach, das ist ja, was du machst, ja sowieso nicht richtig. Und es ist eben, wenn man sagt, ja, guck mal, das ist Hundeverhalten. Was er da macht, das ist eigentlich seine Aufgabe und der macht jetzt das und jetzt gucken wir, dass wir ihn in die Kooperation oder in die Zusammenarbeit bekommen. Und da schließt sich ja der Kreis zu dem Thema, was wir ganz zu Anfang haben, nämlich dass die Hunde uns kommunizieren dürfen, wo sie Genau. ihre Bedürfnisse Ja, sind. genau. Und das Ganze dann unter einem Hut zu kriegen, ist nicht einfach, aber ich glaube, wenn man da auch die Einstellung zum Hund entsprechend sich verändert, was ja nicht heißt, dass wir laissez-faire durch die Gegend gehen und den Hunden keine Grenzen setzen und so weiter. Aber sowas von nicht. Wir grenzen ihr Verhalten ja schon an vielen, vielen, vielen Stellen auf, lehren ihnen aber auch mit diesen Situationen entsprechend umzugehen. Das ist halt nochmal der große Unterschied, ihnen einen Rahmen zu geben, wo sie Verhalten zeigen können. Ja, und zu erkennen, das hat es ihm jetzt schwer gefallen. Also, und deswegen honoriere ich das auch und nehme es nicht einfach als gegeben hin. Und das ist einfach eine Einstellungssache zum Hund und nicht die Frage von richtig und falsch. Und damit stärkt man natürlich auch den Hunden, ne? Also man stärkt die Hunde in der Resilienz, also dass sie mit blöden Situationen schneller wieder umgehen können, dass sie schneller aus emotionalen Tiefs rauskommen können, Total. dass sie belastbarer werden. Das ist zumindest das Ziel. Ja. Dass sie Spaß haben, mit uns zu arbeiten und darüber die Motivation auch bekommen und lernen, verstanden zu werden. Ja. Und das greifen wir ja auch in unserem Webinar am Freitag auf, Ja. wo es um Empowerment geht, um Stärkung des Hundes. Nicht nur für ängstliche Hunde, aber natürlich gerade auch für Hunde mit Ängsten, oder Unsicherheiten. Aber das kann man natürlich in allen Lebensbereichen machen. Ja, genau. Und wo es eben auch wirklich darum geht, dass die Hunde oder dass man selber den Unterschied auch erkennen kann, wo verstärke ich jetzt das sogenannte Betteln, also das, was ich nicht brauche und wann ist es genau angemessen. Das ist ja das, was dem Hundehalter schwerfällt. Also was wir halt hinkriegen, logischerweise, Genau. und erkennen können und was auch manchmal schwer zu erklären ist, und wo eben nicht. Ja, Sehr cool. da sind noch Plätze frei. Wie kann man sich anmelden? Magst du das noch mal kurz sagen? Ja, über meine Homepage www.tonkane.de und dann auf Seminare und Workshops und dann auf Live-Webinare. Und ja, es ist eine Aufzeichnung im Preis enthalten. Und was bei unseren Webinaren halt noch möglich ist, ist, dass selbst wenn man nur die Aufzeichnung
guckt, habt ihr noch die Möglichkeit, hinterher Fragen zu stellen, die Gerd beantwortet, schriftlich allerdings, im Padlet. Genau, wir haben da eine Schnittstelle, wo ihr dann noch mit uns auch im Nachgang nochmal kommunizieren könnt und natürlich dazu noch Fragen stellen könnt. Die Aufzeichnung wird es nach Anmeldeschluss, der Donnerstag ist, nicht im Moment nicht zu kaufen geben. Das kriege ich administrativ gerade nicht gebacken. Es wird aber bald einen Shop dafür geben, aber Anfragen mit, kann ich das noch nachträglich kaufen, muss ich leider jetzt schon mit Nein beantworten. Ja, das geht im Moment, ist im Moment nicht möglich. Wir versuchen, die Geeks zu beleben und zu gebären. Das ist sehr schmerzhaft. Und ich schaff's einfach nicht. Ja. Und Gerd sowieso nicht. Also Webinar Empowerment Training für den Hund am kommenden Freitag um 19 Uhr. Anmelden könnt ihr euch noch bis zum Donnerstag, 29.09. Und wie gesagt, das Webinar dann am 30.09. Darf ich noch Werbung machen für ein weiteres Event? Unbedingt. Ist ja unser Podcast, oder? Ist ja unser Podcast, damit können wir machen, was wir wollen. Wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen über Kommunikation des Hundes gegenüber den Menschen gesprochen und Bedürfnisse wahrnehmen und so weiter. Und darum geht es auch in dem Seminar, Online-Seminar Ende Oktober, am 29. und 30. Oktober zum Thema Mensch-Hund-Beziehung von Kumkane Familiari, wo ich ja auch HundetrainerInnen ausbilde. Da machen wir ein Netzwerk anders, beziehungsweise eine Weiterbildung zum Thema Mensch-Hund-Beziehung. Und auch da sind Anmeldungen noch möglich über die Website von kumkane-familiari.ch oder ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Das geht natürlich auch an gerd@hund-und-wir.de. Haben wir noch was? Ja. Wir haben bald spannende Gäste. Ja, wir haben Gäste eingeladen. Wir haben Gäste eingeladen, aber wir haben die Daten noch nicht so hundertprozentig fest, aber wir haben Gäste eingeladen und machen dann Überraschungsgast-Potpourri. Genau, das machen wir und ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wir freuen uns weiterhin über Interaktion auf Instagram. Wir freuen uns wie immer über Sterne, über Kommentare, über Inspiration und Anregungen. Vielen Dank, dass ihr so toll mitmacht. Folgt uns. Wir sind da echt glücklich drüber. Genau. Auf Instagram ist es meistens so, dass ich euch antworte. Also nur, dass ihr euch nicht wundert. Das ist einfach, Gerd hat zu viel anderen Kram und in der Aufteilung mache ich halt die Social-Media-Betreuung. Nur damit ihr wisst, mit wem ihr da schreibt. Manchmal vergesse ich, meinen Namen drunter zu setzen. War ein cooles Thema, über das wir jetzt gesabbelt haben. Und freue mich auf die Gäste, auf die weiteren Podcasts. Und vor allem wünschen wir euch schöne Woche, schöne Restwoche und bis bald. Tschüss. Mach es aus. Ja, ich weiß gerade nicht wie. Warte. Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.